Ich bin überzeugt, dass wenn mehr Frauen die Sorgen hätten, dass der Finchgau bunter ausschaut, dass da viel mehr Vielfalt sichtbar war. In dem Moment, wo ich die Flächen zur Verfügung kriegen kann, habe ich überlegt, ja, was tue ich jetzt wirklich damit? Also es soll etwas sein, wo ich wenig Geräte brauche, weil die habe ich nicht. Ich habe auch keinen Platz, ich habe einfach die Felder. Da waren für mich die Antworten waren, Korn, also Roggen. Und vom Hanf, ja, wie bin ich auf den Hanf gekommen? Gespräche mit Biobauern, mit alternativen Bauern und was es halt so möglich ist. Ich habe vieles noch nicht gewusst, was ich heute weiß. Wo ich heute sage, hey, toll, die Pflanze gibt so vieles her. Von Bekleidung, von Lebensmitteln, auch für die Medizin, ganz, ganz vieles. Du kannst Cremler machen, du kannst eine Tinktur ansetzen, du kannst einen Ölauszug machen. Der Hanf ist auf die Droge reduziert worden, bietet aber viel, viel mehr. Ich glaube, das muss einfach, das muss sich wieder ändern. Wir haben den damals ausgesehen, 2014, und der Hanf ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Freude, und ja, bei der Ernte sind wir dann schon angestanden. So Mähdrescher war nicht möglich, den mit Mähdrescher zu ernten. So hoch auch zu kommen, die Pflanzen wurden sehr hoch, also waren über 3 Meter hoch. Und dann war halt Handernte angesagt. Also ganz viele Menschen im Freundes-, Bekanntenkreis zusammengetrommelt und haben händisch geschnitten und haben die dann händisch in den Mähdrescher reingeworfen. Der Mähdrescher hat sie ausgedroschen und dann ist es losgegangen mit Trocknen. Ich glaube, der Hanf hat Potenzial und es ist ganz vieles möglich. Und vieles war einfacher, wenn mehr Bauern waren, wenn man sich zusammen kann, wenn man verschiedene Schienen auch vielleicht gehen kann. Dran macht mit den Sommern etwas, dran macht Hanfmehl, du kannst mit Mehl so viel machen. Nein, ich kann nicht alles tun. Das geht einfach nicht. Im 1937 ist der Hanf verboten worden. Und im Zweiten Weltkrieg hat der Hitler dann die deutschen Bauern aufgerufen, wieder Hanf anzubauen, weil er das Material braucht hat. Und die Bauern, die Hanf angebaut haben, die mussten nicht in den Krieg ziehen, auch die Söhne nicht. Jetzt hat er natürlich viele Hektare wieder gehabt an Material. Und 1945 dann wieder verboten. Letztes Jahr habe ich nur einen Wasseranschluss machen können für das Feld da. Und deswegen haben wir heuer eben erstmals das Gemüse auch und die Kräuter. Es wächst jetzt so ganz vieles, was vielleicht im Moment auch noch nicht so genützt wird oder wo ich Ideen habe, was damit zu machen. Macht nichts. Ich glaube, man muss auch nicht allmals nützen. Jetzt wächst einmal eine Vielfalt da und selbst finde ich schön. Und ich werde schauen, ein bisschen was noch zu trocknen und ein bisschen was noch für den Winter auf Zeit zu tun. Und da kommen eh wieder Ideen, was man machen kann damit. Sei es eine Ringelblumensalbe oder so Sachen. Ich glaube, da dürfen wir wieder ein bisschen mehr
wieder ein bisschen mehr ins Gehen lassen, ein bisschen mehr draus machen, weil so vieles da ist und weil man da auch ganz viel Vertrauen in die Natur wieder kriegen kann, weil einfach die Sachen da sind, die wir brauchen. Ich glaube, der Finchgau und überhaupt die Natur, was wir da heim draus gemacht haben, gefällt mir nicht. Vielleicht darf ich da einen kleinen Beitrag leisten, auch mit den Feldern, die mir da zur Verfügung stehen, wo ich jetzt einfach nicht irgendwas reinknall, sondern wo einfach vieles wachsen darf. Wenn wir ins Erden, wenn wir in der Natur wirken dürfen, dann kriegen wir so viel zurück. Und ich glaube, dann geht es uns einfach auch besser. Da braucht man vieles nicht, wo man sonst keine Ahnung, was halt in den Sinn stopfen. Und ich bin froh zu wissen, dass so vieles für uns da ist. Und wir werden noch viel mehr entdecken, wenn wir bereit sind dafür. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Auch im Positiven, hoffe ich. Ich merke jetzt, seit ich in Hanfon baue, ich habe so viele interessante Menschen kennengelernt. Frauen wie Männer, die anders unterwegs sind. Aber vor allem auch Frauen, die auch neue Wege gehen. Und ich habe das Gefühl, dass sich da in die Richtung jetzt auch ganz viel tut in nächster Zeit. Vielleicht dürfen wir auch für neue Gemeinschaften offen sein. Es entsteht einfach ganz was anderes. Es ist lebendiger. Und ich denke mir, wenn ich heute das Feld habe, ja, muss ich das allein bewirtschaften? Muss ich da allein werken? Nein, muss ich nicht. Kann ich gar nicht. Ich glaube, da habe nicht nur ich eine Freude. Da können andere auch Freude haben.